Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul und ein bisschen Post und so Video für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen so ein bisschen hier durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte mit dem ersten Produkt und zwar habe ich hier von Charlotte Tilbury mir die neue Foundation gekauft. Charlotte's Beautiful Skin Foundation habe ich gekauft in der Farbe 2 Neutral, das ist diese hier. Und die habe ich eben auch in einem Schminkvideo, in einem Style & Talk aufgetragen und die trage ich auch gerade in meinem Gesicht. Für den Winter hätte ich mir eine Nuance heller tatsächlich bestellen müssen, aber ich finde sie irgendwie gar nicht so verkehrt. Anfangs war das so beim Auftragen, dass sie ein bisschen schmierig war. Also sie hat so ein bisschen Würstchen gebildet, die aber relativ schnell dann auch verschwunden sind. Ich weiß nicht, was meine Haut da hatte. Und jetzt sieht es eigentlich ganz gut und natürlich aus. Ich muss aber sagen, die Deckkraft davon ist halt wirklich sehr, sehr leicht. Es ist so, es gibt ja die Airbrush Flawless Filter Foundation, die halt eine enorm hohe Deckkraft hat. Und das hier ist das komplette Gegenteil davon. Die ist halt eher so nicht matt, das ist eine mit Strahlkraft, mit Illumination, und hier fliegt eine Fliege rum. Ei. Und nicht so eine hohe Deckkraft, man sieht es ja auch irgendwie, ne? Also hier am Kinn scheinen ja auch Rötungen durch und so. Rötungen sagt man immer so freundlich, hier sind Pickel, Leute. Und aber ansonsten sieht es sehr gut aus. Ich habe die jetzt aufgetragen vor ungefähr 5 Stunden. Ne? Und dafür sitzt alles noch super. Ein kleines bisschen rutscht mir das hier, wenn ich rede halt viel, ne? Hier so in die Labarababa-Fältchen rein. Genau, wir haben jetzt dafür eine, eine Bezeichnung. Wir nennen sie einfach Labarababa-Fältchen. Ansonsten, ne? Geht auf jeden Fall voll klar. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt für ölige Haut empfehlen. Aber bei trockener Haut könnte das auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Kiste sein. Also schaut euch das auf jeden Fall gerne an, wenn ihr möchtet. Die kostet aber 40 Tacken, das ist gar nicht mal so wenig. Und hier ist halt die Verpackung davon. Yay. Genau, da gab es dann auch bei Charlotte Tilbury noch so Proben mit dabei. Da habe ich einmal die Charlotte's Magic Cream. Das ist diese hier. Da kenne ich ja auch ein gutes Dupe, ne? Das wäre die Beauty Mate's Cream Lift. Zieht euch die einfach mal rein. Oder was ich jetzt auch herausgefunden habe, in der Limited Edition, da kommen wir gleich zu, von Maxime Giacomo mit Rival Loves Me, genau. Der Primer, das ist von der Konsistenz her sehr, sehr vergleichbar. Und dann habe ich noch als Probe mit dabei bekommen oder mir aussuchen können, Super Radiance Resurfacing Facial. Genau, das ist zum Peelen vom Gesicht. Ja, also das sind Proben, die ich halt aufbewahre und dann demnächst einfach mal in Verlosungsboxen mit reinpacke, ne? Genau. Dann, bevor ich zum Rossmann Haul komme, habe ich noch ein bisschen Post. Und zwar hatte ich für die liebe Nicole einen Adventskalender gepackt und da hat sie mir jetzt ein kleines Dankeskärtchen geschickt. Das ist eigentlich so zu Weihnachten bei mir eingekommen. Und das ist total süß. Ein Schutzengel für dich, du bist die Beste. Und das ist halt so ein kleines Engelchen in einem kleinen Bilderrahmen und das werde ich mir auch aufhängen. Und ja, da freue ich mich mega drüber. Das ist mega süß und dann halt eine ganz, 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 ganz liebe Karte von ihr noch mit dabei. Also, selber danke. Habe ich mich mega drüber gefreut. Dann habe ich von dem My Little Box Beauty Box Team, ja, My Little Box ist eine Beauty Box, eine Weihnachtskarte noch bekommen. Die habe ich bei uns im Briefkasten entdeckt und handgeschrieben. Und das fand ich total schön, ne, von der lieben Steffi. Die betreut mich nämlich und das fand ich toll. Habe ich mich gefreut. Ja, dann habe ich von Dalton eine Karte bekommen und ich bin so dermaßen aus dem Häuschen. Dieses Jahr geht einfach in vielerlei Hinsicht für mich die Party ab, Leute. Im Mai gibt es ein ganz tolles Event. Da bin ich zu eingeladen worden. Ich war ja letztes Jahr in München und dieses Jahr geht es ein bisschen weiter weg. Also da freue ich mich echt auch schon drauf. Ne? Save the date, Griechenland, Korfu. Ah! Ihr wisst nicht, wie lange ich keinen Urlaub mehr gemacht habe. Also ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Also ich weiß zwar, welcher Urlaub es war und so. Ich glaube, das ist 2017, 2018 gewesen, so den Dreh. Ganz crazy, ich sag euch das. Ich freue mich. Ist so für mich kurz vor meinem Geburtstag mega geil. Dann hat mich noch ein Paket erreicht von der lieben Sophia. Und da bin ich ja auch mal gespannt drauf, was da drin ist. Ich hatte das nur einmal kurz losgeschnitten, einen ganz kurzen Blick reingeworfen und dann wieder zugemacht und gesagt, nee, das packe ich hier tatsächlich dann mit euch zusammen einfach mal aus.
weil ich einfach möchte, dass Sophia halt auch sieht, wie ich das auspacke. Fand ich persönlich einfach wichtig. Und ja, deswegen habe ich das gemacht. Zuallererst ist hier eine Karte mit dabei. Die schönsten Momente im Leben lassen sich nicht auf Fotos festhalten. Wir tragen sie in uns, tief in unserem Herzen. Ja, und die liebe Sophia habe ich ja auch schon live und in Farbe getroffen. Und ja, das war schön. Das war echt schön. Und da sind hier ganz, ganz liebe Worte drauf. Ich glaube, das ist eher so Worte für mich. Genau. Und wir sehen uns 2022, Sophia, auf jeden Fall. Genau. Ich freue mich. Dann hat sie, das macht sie ja selber, diese Aquarellmalerei, ne? Ich glaube, das muss man so rumhalten, genau. Da ist mega schön. Das hat sie selbst gemalt. Ich habe auch schon ein paar Bilder von ihr bekommen. Sie hatte mir auch eine Weihnachtskarte geschickt, die sie selber gemalt hatte. Das ist echt Wahnsinn. Ich verlinke euch mal in der Infobox ihren Instagram-Kanal. Also wenn ihr Bock drauf habt, Aquarellmalerei, jemanden zu beauftragen, zum Beispiel was zu malen oder in Kontakt mit ihr treten möchtet, dann kontaktiert sie sehr, sehr gerne. Mensch, ich bin ein bisschen aufgeregt, Sophia. Ich weiß ja nicht, was du mir hier so reingepackt hast. Und zuallererst sehe ich hier auch eine Kerze drin. Oh, schön. Duft im Glas. Winterbeere. Oh. Ja, die riecht auch gerade ganz toll. Ich habe eben erst einen Haul abgedreht, wo ich bei Action mega zugeschlagen habe und zig Milliarden Kerzen gekauft habe. Ne? Ich brauche Kerzen, weil ich liebe Kerzen. Und das riecht ganz angenehm. Also, Dankeschön. Mega. Wow, hier sind echt viele Sachen drin, Mann. Eau de Parfum Nature Sexy Pour Femme von Lin Yang. Your Fragrance Designer. Ist hier ein Parfüm drin? Oh wow, okay. Wow. Ich packe das mal aus. Ist richtig schön hier so eingepackt. Ach, das ist ein oder? Ich habe, nee, oh, Moment. Da kam mir was entgegen hier. Wow, das gehört so zusammen. Das ist richtig hübsch. Was ein riesengroßer, opulenter Zerstäuber. Wahnsinn. Riechen wir mal. Milliliter, wow. Oh, aber das riecht gut. Es hat so eine Vanillenote mit dabei. Aber auch was Blumiges. Jasmin. Ich rieche Jasmin. Das riecht sehr geil. Dankeschön. Das riecht echt toll. Mag ich richtig gerne leiden. Das ist toll. Und das passt auch vom Duft her total zu mir. Das ist ja klasse. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo Duftnoten mit dabei stehen. Ansonsten blende ich euch die mal ein, was ich so im Internet finden kann. Klasse. Echt. Also, huch. Hier sind auch noch mehrere aufgeführt, aber da stehen nicht die Duftnoten mit dabei. Nee, da kann ich euch dann leider so ad hoc nicht zu sagen. Dann hat sie mich hier auch, das finde ich ja süß, so kleine Vasen geschickt. Räder Design Stories. Das ist auch süß, ne? Ich habe ja auch Blumen bei uns im Garten und ich mache das einfach gerne, dass ich dann die ein oder andere vielleicht mal pflücke, auch so Gänseblümchen und sowas, kurz bevor mein Freund hier am Rasenmähen eskalieren ist und dann bei uns im Wohnzimmer aufstelle. Und das ist natürlich perfekt dafür. Dieses Produkt ist in Handarbeit gefertigt und somit ein Einzelstück. Daher sind trotz großer Sorgfalt leichte Abweichungen im Material und in Form und Farbe möglich, ja. Für unsere Porzellanartikel empfehlen wir das Spülen von Hand. Das sowieso. Und das sind so süße kleine Vasen. Oh, das finde ich süß. Ich hatte auch schon mal so eine Vase in der My Little Box drin. Fand ich auch total genial. Also richtig cool. Da hast du mir eine Freude mitgemacht. Das ist ein ganz tolles Set. Das kommt dann zum Frühjahr, Sommer wieder raus. Oder wenn ich dann mit Sammy spazieren gehe, dann pflücke ich auch manchmal halt in so Wildblumen, ne? Kornblumen und sowas. Das ist das Set. Richtig cool. Dankeschön. Oh, das ist echt süß. Ja, und wir haben ja den modernen Landhausstil. Da passt sowas halt auch richtig gut rein, ne? Mega. Gut, dann habe ich noch ein bisschen was Uneingepacktes. Und zwar von Starskin. Oh, ein 3-Schritt-Programm. Prepping Cotton. Aha, dann Charcoal, also Aktivkohlenstrip. Und dann, ach so, das sind so 3 Strips, die man nacheinander auf die Nase macht, damit man die Poren gereinigt bekommt. Ach, das finde ich cool. Sowas hatte ich auch schon mal verwendet und das reinigt dir halt wirklich extrem die Nase. Nee, sowas finde ich sehr cool. Mit Mistelzweig, wie cool. Witch Hazel, Aktivkohle, Eukalyptus, ne? Mega. Das mag ich gerne. Okay, und jetzt habe ich hier noch 3 eingepackte Sachen. Das ist einmal von dem Rubinlicht wahrscheinlich hier, der...
der Klebi abgegangen. Hat sich hier auf die nächste Verpackung gekrallt. Oh ja, schön, den habe ich. Mir ist es immer schön, wenn man da zwei von hat, weil man da einfach schön so Pinsel reinmachen kann. Ich habe die bei mir Tatsache in dem Badezimmerschrank, wenn ich da unten meine Schublade von ausziehe, ist da einer drin und dann habe ich da zwei von. Richtig cool. Das war von so einem, ich glaube letztes Jahr, von dem BH Cosmetics Pinselset, wo die Winterpinsel quasi drin waren, ne? Von dem Ho Ho Ho, Santa Claus, bla, Pinselset. Richtig cool. Das ist so blinky, blinky. Hi, da freue ich mich drüber. Dann habe ich hier noch ein Paket und das fühlt sich an wie Socken oder sowas. Ganz cool. Etwas für deinen Freund. Ach, gucke an. Gucke an, gucke an. Für meinen Freund, ja, da bin ich mal gespannt. Was haben wir denn? Oh, ein Schal, wie schön. Von Engbers. Ey, Sophia, ohne Witz jetzt, ne? Das ist sauteuer. Die Freiheit, die wir meinen, ja. Das ist so teuer. Hier hast du den Preis weggemacht, aber der hat 25,95 Euro gekostet. Das ist viel zu viel. Mensch. Also er wird sich freuen, ne? Weil er auch in letzter Zeit sehr so in diese sehr schicke Geschichte geht, auch von seinem Kleidungsstil her. Und er fühlt sich auch enorm schön an. Ach, du bist doch verrückt. Und dann hat er auch so grün, das ist auch so in verschiedenen Farben. Hier unten haben wir so gräulich bräunlich, dann kommt hier grün, dann kommt blau, dann kommt wieder ein bisschen was dunkleres, dann kommt dunkelblau. Oh, der ist total schön, der Schal. Aber das musst du doch nicht machen. Mensch, also er wird sich freuen, ich sag schon mal vielen, vielen Dank. Was hättest du nicht machen müssen? Verrückte! Okay, und dann habe ich hier noch ein eingepacktes Geschenk. Da gucke ich doch mal rein. Ein Kalender? Oder was ist das? Momente der Freude. Ja, geil. 2022. Ich liebe sowas. Den stelle ich mir auf jeden Fall hin. Das ist ein Postkartenkalender. Oh, wie geil. Und da sind Blumenmotive und Schmetterlingsmotive und so. Ich habe hinter mir ja dieses Expedit-Regal. Und da drauf stelle ich mir den. Mega geil. Das ist cool. Da freue ich mich. Lydia. Okay, exemplarisch. Wir gucken in den Mai, weil das ist mein Monat. Liebestaten. Es sind nicht nur die großen Taten der Glaubenshelden, die Gottes Aufmerksamkeit erregen. Er sieht auch die alltäglichen kleinen Dinge, die in Treue zu ihm getan werden. Okay, das ist sehr, man muss Gedankenkraft dafür haben, Leute. Und dann sind das hier richtig so Postkarten. Ich habe eine Rose, wie schön. Und die kann ich dann natürlich auch für Verlosungen und so weiter verwenden. Also vielen, vielen Dank. Jetzt kommt natürlich zuallererst der Januar. Was ist denn im Januar? Januar, Überblick. Wir Menschen haben Träume und machen Pläne, aber Gott schreibt letztlich die Geschichte. Na guck. Das stimmt, Träume habe ich definitiv einige für dieses Jahr. Träume, Ideen. Also das war das Paket von der lieben Sophia. Vielen, vielen Dank, du verrückte Nudel. Das ist ja unglaublich gewesen. Also, ne? Krass. Und ich schäme mich ein bisschen, dass ich das erst jetzt Mitte Januar ausgepackt habe. Uiuiui. Also ich schreibe dir gleich auf jeden Fall eine WhatsApp mal. Als nächstes war ich bei Rossmann, was natürlich auch zu Sophia passt, weil der Rossmann, wo ich hauptsächlich hingehe, ist tatsächlich dort, wo sie wohnt. Und da war ich shoppen. Zuallererst, also eigentlich bin ich zu Rossmann gegangen, weil eine Freundin von uns hat ein Baby bekommen und da gibt es dann halt so Babykarten, die kannst du ja, also halt so Geschenkkarten, ne, die kann man dann mit einem gewissen Betrag aufladen und ja, jetzt habe ich für sie auf jeden Fall eine Geschenkkarte, dann kommt da noch ein bisschen Rampampam dazu. Wir machen immer so Schnullerketten, die wir uns dann halt schenken und personalisiert mit dem Namen und so und dann, ne, die kommt dann auch mit dabei und ja. Das bekommt sie dann auf jeden Fall von uns. Und ich war oder habe mich dieses Mal gemeldet, dass ich mich darum kümmere, das zu organisieren. Dann habe ich mir wieder Bierhefetabletten geholt. Die sind halt gut für Haut, Haare, Nägel. Da nehme ich jeden Abend 5 Stück von. Man kann da auch mehr von nehmen, wenn man möchte. Aber mir hilft es auf jeden Fall. Und die kann ich euch mega empfehlen. Ne? Ist halt mit Biotin für schöne Haare und gesunde Haut und es ist halt ein natürliches Produkt und deswegen verwende ich das sehr gerne. Ich mache ja so keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel oder zeige euch auch da nicht allzu viel von, aber das ist etwas, was ich euch wirklich empfehlen kann und was ich mir auch immer wieder nachkaufe.
Dann habe ich mir die neue Mascara von L'Oreal geholt, die Air Volume 30 Stunden Mega Black Mascara. Ich habe gestern auch ein Schminkvideo dazu oder zu den meisten Produkten aus diesem Video gedreht, deswegen kann ich da auch schon eine kleine Review zu geben. Es gibt ja die ganz normale dazu und ich weiß nicht, also ne, die halt in einem Rosé Gold ist. Ich finde die beide ziemlich cool. Also ob man jetzt die hier sich holt oder die andere Air Volume Mascara, das muss man halt selber wissen. Ob die hier jetzt so viel besser hält, kann ich gar nicht so sagen. Hat sich auf jeden Fall gut abschminken lassen, hat auch schön an meinen Wimpern gehalten, aber ich habe da generell nicht so super Probleme mit, dass sie sich abstempeln oder so. Ich mochte die ganz gerne leiden, aber ne, ist jetzt für mich keine Neuerfindung gewesen. Und dann habe ich mir Folio Forte mitgenommen. Ja, Kinderwunsch und Schwangerschaft, wisst ihr Bescheid, ne? ich zeige hier Sachen in die Kamera. Dann habe ich mir mitgenommen, das ist, ja, habe ich irgendwo auch gesehen, dass die total toll sein soll. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Revolution Lift and Define 5D Lash Mascara. Das ist diese hier. Ja, wollte ich einfach mal ausprobieren. Aber die kam mir dann doch irgendwie bekannt vor, als ich sie so gesehen habe. Muss ich nochmal gucken, ob ich die nicht doch vielleicht irgendwo schon in meiner Sammlung drin habe. Dann habe ich hier mir Pinsel mitgenommen, weil ich mag die Rival De Loop und Rival Loves Me Pinsel sehr gerne, die in diesen Limited Editions drin sind. Ich meine, dass ich so ähnlich einen Pinsel schon habe. Das war jetzt reduziert aus der Starry Sky Limited Edition oder Starry Sky and White Wipes Edition, ne? Das ist der Powder Brush. Ich mag den sehr gerne leiden. Den kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Für 2,49 € war das ja echt fast geschenkt. Da kannst du ja überhaupt nichts zu sagen. Ja, aktuell habe ich meine Erdbeerwoche und da habe ich mir von Facelle Menstruationswärmepflaster mitgenommen wieder, weil ich einfach gestern auch so Bauchweh hatte, als ich dann auch beim Rossmann war, ne, dass ich gesagt habe, komm, und eins habe ich auch schon davon in Anwendung gehabt. Und ja, die sind halt sehr empfehlenswert und ich mag die auch besser oder lieber als die vom DM, weil du hast hier, das hört sich jetzt total doof an, aber du hast hier halt so eine Knickfalte. Und du setzt das ja auch so an, dass das hier quasi das spitze Stück so am Unterbauch ist und dass das andere so Richtung Bauchnabel halt hochgeht. Und das ist halt perfekt, wenn man sitzt und dann hast du ja, dass der Bauch halt auch so ein bisschen, ne? Das ist halt so eine gute Knickgeschichte. So, fühlt sich besser an. Und das ist so ein Wärmepflaster, was ja halt bei Kontakt mit der Haut, sobald du halt die Folie abziehst, warm wird, sich erwärmt und dann halt über den Tag immer schön Wärme gibt. Und wenn man halt irgendwo unterwegs ist oder wenn man auf der Arbeit ist oder so, ne, dann musst du halt keine Wärmflasche dir machen und dann durch die Gegend tragen, sondern hast halt diese Wärmepflaster, die man halt unter der Kleidung halt auch nicht, also man sieht es halt nicht, dass man das anhat, ne. Dann habe ich eine Limited Edition von Alterra entdeckt und zwar die Hello Magnolia Bloomy Blush Edition. Da habe ich mir den Blush von mitgenommen. Das hat mich am meisten angesprochen. Da waren auch noch andere Produkte in der Limited Edition. Aber das hier fand ich jetzt am ansprechendsten. Und den habe ich auch gestern ausprobiert und den mochte ich gerne leiden. Der hat auch so einen zarten Schimmer mit drin. Ist ein schöner Blush, den man einfach tragen kann oder halt auch, wenn man es doller haben möchte, aufbauen könnte. Aber bei mir hat es halt auch im Gesamtlook ganz gut ausgesehen. Kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich mir noch mitgenommen eine weitere Mascara und zwar die Maybelline Curl Bounce Mascara The Colossal. Es tut mir sehr leid. Die ist ja mega im Hype, ne? Aber ich kann dem Hype nichts abgewinnen. Die ließ sich okay abschminken. Ich mache ja Double Cleansing mit Cleansing Balm und danach halt ein normales Abschminkprodukt. Dann ging das halt, ne? Aber ich glaube, wenn ich nur einen Cleanser genommen hätte, hätte das nicht so einfach funktioniert, weil die ließ sich deutlich schwerer abschminken als die von L'Oreal. Aber das Ergebnis mit dieser Mascara war echt mau. Und die wirbt ja auch damit, dass sie so einen mega Schwung reinmacht und mega krasse Wimpern. Nee, auf gar keinen Fall. Also für mich keine wirkliche Empfehlung. Und ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt behalten möchte oder ob ich die morgen auf Mädelsabend weitergeben werde. Keine Ahnung. Aber ich bin da halt echt nicht so von geflasht. Ja, und dann habe ich mir noch die Holy Grails Limited Edition von Maxime gekauft. Die hat er ja mit Rival Loves Me gemacht. Auch das habe ich euch abgefilmt. Wahrscheinlich kommt mein Schminki dazu auch eher online als dieser Haul. Wow, Wahnsinn. Hut ab, Maxime. Geile Produkte. Zuallererst habe ich hier nämlich das Flawless Baking Powder. Ich bin überhaupt kein Fan von, das sind übrigens 14 Gramm drin, ich bin kein Fan von gelbstichigen Pudern. Puders?
pudern? Keine Ahnung, weil ich halt eher einen neutralen oder kühlen Unterton habe und das bei mir schnell nach Umpa-Lumpa aussieht. Das hier sieht aber sehr toll aus und das macht so einen Flawless-Effekt auf der Haut, mochte ich gerne leiden. Es ist echt recht hochwertig gemacht, ne? Also da muss ich echt sagen, für den Preis bekommt man ordentlich was für sein Geld. Wir haben hier auch so ein Netz mit drin. Und das erinnert mich auch so ein bisschen an zu Eva. Also wirklich sehr hochwertig, die Geschichte. Ein sehr feines Puder mit einem leichten Duft auch tatsächlich dabei. Bisschen pfirsichmäßig. Und ja, also ich mag das Puder gerne leiden. Und das werde ich auch demnächst in sehr regelmäßiger Anwendung nehmen, damit ich da auch dem Puder gerecht werde. Passend dazu gibt es auch einen Kabuki-Pinsel. Den kannst du wirklich für so vieles verwenden. Ich habe es für Puder, Blush und Bronzer verwendet. Man kann den theoretisch auch für Highlighter oder sogar Foundation nehmen, weil er sehr, sehr fest gebunden ist. Und ja, ich bin eigentlich auch kein Fan von Kabuki-Pinseln, aber der hier ist halt vom Schaft her lang genug. Und dann ist es für mich schon wieder gut, ne? Weil dann kann ich ihn auch gut anpacken. Und das Geile daran ist, dass der so weich ist. Ich habe den gestern verwendet, wie gesagt, und da nicht nochmal gewaschen. Ein extrem toller Pinsel. Also, ja. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Dieser Highlighter ist auch wahnsinnig klasse. Den kann ich euch so empfehlen. Den kannst du dir, wenn du noch ein bisschen Glow drüber haben möchtest, nochmal so leicht über das Make-up drüber geben oder halt punktuell als Highlighter. Und da ist es halt nicht so, dass du hier so einen Strich hast, sondern es ist halt so glaseffektmäßig, ne? Und das finde ich an dem Highlighter sehr toll. Nennt sich tatsächlich On Point und das fand ich von der Farbbezeichnung her schon wieder ziemlich cool. Auch, dass es ein Herz ist, mochte ich gerne leiden. Als Riva Loves mir in die Theken gekommen ist, hatten die ja auch so einen Herzchen-Highlighter. Aber der hier hat einen Ton, den ich so bombastisch geil finde. Der passt so schön zu meiner Haut. Das ist so Champagner, aber halt überhaupt nicht glitzernd oder so. Also schöner, schöner Highlighter und Schale Schokolade, dass es wirklich nur eine Limited Edition ist. Also bringt den bitte ins Standardsortiment. Dann hat er auch etwas gemacht, was ich nicht erwartet hätte. Und zwar hat er mich davon überzeugt, dass Liquid Eyeliner cool sind. Ich mag keine Liquid Eyeliner. Ich finde Liquid Eyeliner furchtbar. Und als ich gesehen habe, dass er die in der Limited Edition drin hat, habe ich gedacht, uff, uff. Liquid Eyeliner halten bei mir ungefähr nie. Die kriechen immer so schön in die Falte rein, setzen sich ab und sehen echt furchtbar aus, aber die nicht. Das ist einmal in der Farbe Kings und Queens. Und die Farbauswahl ist schwierig. Also ich persönlich mag lieber diesen hellen Ton, den kann ich mir auch wirklich universeller bei mir vorstellen. Der dunkle Ton ist sehr speziell, weil ich nicht so gerne diese rötlichen Looks trage, ne? Ich bin eher so von der kühlen Fraktion, was so Lidschatten angeht. Aber wunderschöne Farben, die extrem gut halten und wo ich echt, also Hut ab, Maxim, du hast mich dazu gebracht, dass ich die hier auch wirklich behalten werde und verwenden werde. Hätte ich nicht mit gerechnet, finde ich großartig. Herzlichen Glückwunsch! Hier kommen wir auch zu dem Produkt, wo ich gesagt habe, ist ein Dupe, ne? Also das hier ist meiner Meinung nach wirklich ein Dupe zu der Natasha Denona, ach Quatsch, Natasha Denona, Magic Cream von Charlotte Tilbury und das ist so, ich glaube, eine Wiederauflage von der Cold Cream, die es auch mal in der Limited Edition von Riva Loves Me gab, die Whipped Cream Primer Geschichte und das ist so eine tolle Konsistenz, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man das als alleinige Creme trägt, das ist nämlich so, ja, wie Creme halt, ne? So richtig reichhaltig und nährend. Also super als Primer oder Solo getragen. Richtig schön. Gefällt mir echt gut. Ja, und dann das letzte Produkt aus der Limited Edition. Da haben wir hier den Chocolate Lip Gloss. Der schmeckt so geil. She's Cute ist da die Farbbezeichnung. Den kann man schön über Liquid Lipstick auftragen. Und ich habe das gestern gemacht über dem Proud Nanana Naked von Banana Beauty. Und das hat so schön ausgesehen. Das hat so gut gehalten und mir so gut gefallen. Und der hat so gut geschmeckt. Richtig cooles Produkt eigentlich. Ich mag den Applikator nicht ganz so gerne davon, ne? Aber gut, dann gibt man sich das auf den Handrücken und dann kann man das so drauf tuppen, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also eine schöne Limited Edition, die Maxim da zusammen mit Riva Loves Me gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Geile Produkte. Und das war's mit dem Haul, Leute. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen
Holz. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!